Von mir gibt es heute eine Filmempfehlung, und zwar der Film Hard Powder. Viel Spaß dabei. Hard Powder ist ein Remake. Das Original aus dem Jahr 2014, Kraftidioten, was so viel übersetzt wie Vollidioten heißt, was dann ins Englische übersetzt wurde zu In Order of Disappearance, was dann wiederum ins Deutsche übernommen wurde, einer nach dem anderen. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, der Film heißt Einer nach dem anderen, ist das Original aus dem Jahr 2014. Und jetzt, 2019, kam eben das Remake mit Liam Neeson in der Hauptrolle mit dem Titel Hard Powder in die deutschen Kinos. Jetzt am 11.07. kommt der Film in den Einzelhandel als DVD, Blu-ray und 4K-Fassung, unter anderem auch als Steelbook. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und ich konnte den Film jetzt ein zweites Mal sehen. Ich habe ihn damals auch schon im Kino gesehen, habe ihn mir jetzt direkt als Double Feature angeguckt mit dem Original und muss sagen, es ist unfassbar. Es ist nämlich ein 1:1 Remake. Das heißt, es gibt wenig Unterschiede. Natürlich sind die Schauspieler anders, aber zum Teil sind die Dialoge, die Bildeinstellung, der Look, es wirkt vieles ähnlich. Und zum Teil komplett übernommen. Das Ganze gefällt mir aber richtig gut, denn ich finde, dass das Remake jetzt hier deutlich leichter zugänglich ist, was natürlich auch einfach an dem US-Cast und der hochwertigeren Produktion liegt. Jedoch geht es jetzt hier um das Remake. Nels Coxman arbeitet in den Rocky Mountains als Schneepflugfahrer und sorgt dafür, dass der Weg eben für Urlauber und für Dorfbewohner durchgehend frei ist. Er bekommt die Auszeichnung Dorfbewohner des Jahres und währenddessen stirbt sein Sohn an einer Überdosis Heroin. Er und seine Frau versuchen dann, diesen Tod zu verkraften, und Nels stellt fest, dass der Tod eben kein Versehen, sondern Mord war. Dafür verantwortlich ist der Drogenboss Viking, dessen Gefolgschaft dann eben von Nels nach und nach ausgemerzt werden. Nels ist dafür verantwortlich, dass einfach immer mehr der Gangster sterben. Währenddessen denkt dann Viking, dass eben sein Erzrivale White Bull dahinter steckt. Und es entsteht ein kleiner Bandenkrieg, in dem dann eben der Ehrenbürger Nels Coxman für Recht und Ordnung sorgen möchte. Das Ganze funktioniert extrem gut, denn der Film ist nicht einem Genre zuzuordnen, es ist ein breiter Genre-Mix. Es hat sowohl ernste Töne, gerade während Nels und seine Frau versuchen, den Tod seines Sohnes zu verarbeiten, hat unfassbar kluge und lustige Dialoge. Das Ganze erinnert dann teilweise an so eine Coen- oder Tarantino-Verfilmung. Gerade an Fargo musste ich häufiger denken, was natürlich auch an dem Setting liegt. Das Setting generell sieht super aus. Ich liebe es ja sowieso, Filme im Schnee zu sehen. Und hier sieht das Bild einfach unfassbar gut aus. Gerade wenn man die 4K-Fassung sich anguckt. Das Glitzern des Schnees und. Also das sieht wirklich top aus. Der Film ist kurzweilig, hat blutige Shootouts, gute Action-Szenen, lustige und kreative Kills. Man kann also sagen, es gibt hier wirklich für alle was dabei. Und trotz der Laufzeit von 113 Minuten geht der Film echt schnell um. Was mir besonders gut an dem Film gefällt, das ist, was auch im Original schon gut rüberkommt, aber jetzt hier top übernommen wurde, ist, dass der Film einen durchgehend schwarzhumorigen Unterton hat. Also es ist hier keine glattgebügelte US-Hollywood-Produktion, was man dank des Casts hätte erwarten können. Aber hier wird wirklich in einer Tour dieser dreckige, zynische, ironische Humor übernommen, und das gefällt mir richtig gut. Ich stehe ja generell auf Filme so aus dem skandinavischen Raum. Gerade so Filme wie dänische Delikatessen, Adams Äpfel gefallen mir ja richtig gut. Und gerade deswegen kann sich der Film Hard Powder bei mir da perfekt in die Reihe einreihen, denn er steht dem Ganzen nichts nach. Ich hatte ja eben schon gesagt, DVD, Blu-ray, 4K, für jeden was dabei. Ab 11.07. solltet ihr das im Einzelhandel bekommen. Von mir eine ganz klare Empfehlung, könnt ihr euch auf jeden Fall mit gutem Gewissen kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen.